Ja, guten Morgen, meine lieben Freunde. Hier willkommen zurück auf meinem Kanal, dem Bullmarkt TV. Heute schauen wir uns auch ein sehr interessantes Unternehmen aus der USA an. Ist ein bisschen ja, ein spezielles Unternehmen oder spezielle Branche, denn es geht hier um Sherwin-Williams. Die WKN ist 856050, ist weltweit der Marktführer im Bereich Farben und Lacke. Also eine ja, spezielle Branche definitiv. Und wir stellen uns hier natürlich die Frage, ob diese Aktie das Depot lieber grün oder rot streichen wird oder gestrichen hat. Bevor wir hier anfangen, aber ihr kennt es ja, schauen wir uns natürlich kurz den Disclaimer an. Und zwar alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Sollten die Zuschauer dieses Videos sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir direkt gleich mal mit der Historie rein. Hier rechts sieht man auch nochmal das Logo von Sherwin-Williams. Also sieht man direkt auch hier, dass es um Farben geht. Sehr ikonisches Logo, was auch schon sehr, sehr alt ist. Und genau, jetzt starten wir mal mit der Historie. Denn Sherwin-Williams ist ein Unternehmen, dessen Fassaden wahrscheinlich sehr viele, dessen Farben wahrscheinlich sehr viele Fassaden schmücken und ist ein Unternehmen, was einen sehr starken Fokus auch auf die USA hat, hat natürlich auch international Absätze, aber man muss schon sagen, der Großteil der Umsätze ist definitiv aus den USA. Zur Gründungsgeschichte, ein Unternehmen mit sehr langer Historie, nämlich 1866 wurde das Unternehmen gegründet von Henry Sherwin und Edward Williams in Cleveland, Ohio. Daher auch der Name Sherwin-Williams und der Henry Sherwin starb dann aber 18. Henry Sherwin war dann ab 1870 auch CEO, das heißt 4 Jahre später. 1873 war dann die erste fertig gemischte Ölfarbe, welche auf den Markt kam aus dem Hause Sherwin Williams. Und 1877 war man auch damals schon sehr innovativ, kann man sich heute zwar kaum noch vorstellen, aber da wurde die erste verschließbare Farbdose patentiert. Sherwin-Williams hatte als erstes Farbunternehmen oder Farbhersteller, Lackhersteller in den USA einen Chemiker angestellt. Ist natürlich heutzutage logisch, denn Farben, wie man die zusammensetzt, die ganzen Funktionen, die auch eine Farbe haben kann, heißt zum Beispiel Schmutz abweisen, Wasser abweisen etc., hat natürlich auch viel mit Chemie zu tun oder chemischen Zusammenhängen. Genau, 1885 wurde dann die erste Dividende gezahlt, Unternehmen war aber damals noch nicht börsennotiert. Genau, auch hier schon eine sehr lange Historie, allerdings nicht seit 1885 erhöht, sondern hier ist man jetzt gerade bei 44 Erhöhungen in Folge. 1890 wurden dann auch die ersten Schifflacke aus dem Hause hergestellt und verkauft und 1892 expandierte man dann nach Kanada, indem man fusionierte und zwar mit dem Unternehmen Walter H. Cunningham. Und auch 1903 ging es weiter mit der weltweiten Expansion. Da hatte man dann eine Niederlassung in Großbritannien eröffnet und hatte somit auch die Möglichkeit, in Australien, Neuseeland, Südafrika, Indien oder auch China aktiv zu sein. Hier gerade so Länder wie Indien, Australien etc. Neuseeland ist natürlich auch vor allem mit dem Commonwealth dann, denke ich, historisch gesehen sehr gut gewesen, wenn man dann in Großbritannien dann auch seine Niederlassung hatte. Dann 1907 hatte man bereits den ersten Umsatz von 10 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. 10 Millionen US-Dollar vor über 100 Jahren hat natürlich einen anderen Stellenwert wie heute. Ist auch ganz logisch. Dann geht's weiter. 1909, der Henry Sherwin ging in den Ruhestand und Walter Cottingham wurde CEO. Ihr habt es ja gerade gehört, das war der Gründer oder auch Geschäftsführer von dem kanadischen Unternehmen, mit dem man fusionierte.
Und dann der nächste große Ereignis 1925 war der Gang an die Börse. 28 habe ich ja nochmal eine weitere Innovation aufgeführt, nämlich zum Beispiel eine synthetische Luftfahrtbeschichtung, welche aus dem Hause kam. Also nicht nur, man ist hier nicht nur im Bereich irgendwo um Häuser und Renovierung, Neubau etc., sondern auch hier eben vor allem auch in der Industrie, Performance-Farm für Luftfahrt oder auch Marine, maritime Fahrzeuge. Dann 1929 der erste Shop in Mexiko und somit auch der Markteintritt nach Lateinamerika. Dann noch hier mal nochmal zwei große Umsatzmeilensteine, nämlich einmal 100 Millionen US-Dollar Umsatz 1937 und 1977 eine Milliarde US-Dollar Umsatz. Dann 1959 auch für damalige Verhältnisse für den Kunden einen großen Mehrwert geboten, nämlich da wurde in den eigenen Stores auch eine Mischmaschine eingeführt. Somit konnten sich die Kunden eben ihre Farben sich selber mischen. Und dann 1991 ein weiter großer Meilenstein, da gab es dann schon 2000 eigene Shops, also Direktvertriebe, 2006 3000 Shops und 2014 4000 Shops. Da hat man wirklich den Vertrieb sehr nach vorne gepusht, näher am Kunden zu sein, Marktanteile gewinnen, geografisch sich besser aufzustellen und so neben dadurch auch heute so gut dasteht. 2017 eine sehr große Übernahme, die größte in der Firmengeschichte, nämlich das Unternehmen Felspar aus den USA für 10 bis 12 Milliarden US-Dollar ungefähr, war die größte Übernahme, wie gesagt. 2020, nur für euch zur Info, man bringt immer noch Innovationen heraus, auch wenn es natürlich aus der Branche schon viele Sachen gibt, aber hier hatte man zum Beispiel eine selbstputzende Farbe für Außenbeschichtung gemacht, sprich, sobald es regnet, agiert die Farbe mit dem Wasser so, dass der Schmutz abperlt, der draufgegangen ist und nicht sich irgendwie weiterhin an der Fassade bleibt. Wie ist die heutige Situation von Sherwin-Williams? Man hat eine Market Cap vom gestrigen Kurs, also am Freitagabend, war der Kurs bei 229,5 US-Dollar, das heißt eine Market Cap von knapp 60 Milliarden. Man hat einen Mitarbeiter von über 61.000. Der Umsatz jetzt im vergangenen Jahr 2022, noch ganz frisch die Zahl aus den Q4-Ergebnissen, ist jetzt bei 22,15 Milliarden US-Dollar gewesen. Also in der Struktur ist größtenteils eigentlich Vermögensverwalter, habe jetzt nirgendwo was gefunden, dass noch Gründerfamilien noch große Anteile zum Beispiel halten würden. Und dann der CEO ist der John Morikis seit 2016, ist aber praktisch ein Urgestein, nämlich war seine erste Station hier als Trainee im Jahre 1984 und ist dort ins Unternehmen reingekommen. Gelistet ist Sherwin-Williams, ihr könnt es euch denken, selbstverständlich im S&P 500. Dann hier das Geschäftsmodell, man ist Marktführer in den Bereichen Farm und Lacken, kommt aus den USA und jetzt schauen wir uns als erstes mal die Geschäftsfelder an. Man kommt aus den USA und der größte Umsatzanteil ist auch in den USA, nämlich 79%. Man teilt sein Geschäftsmodell eben in drei verschiedene Sparten auf. Das ist einmal die Sparte der Americas mit 56%, habe ich jetzt mal so beschrieben als eigene Verkaufsstellen. Dann Performance Coatings mit 30%, hier ist es eben Niederlassung für Großkunden aus der Industrie und Consumer Brands. Ist halt 14% noch Umsatzanteil am Gesamtumsatz und es ist Vertrieb über Händler, Baumärkte etc. Fangen wir mal an mit den eigenen Verkaufsstellen, also da haben sie wirklich eigene Läden, wo sie direkt die Waren an den Kunden vertreiben, natürlich dann entsprechend höhere Margen, als wenn man es über den Handel bringt. Und hier hat man eben exklusive Verkaufsstellen für die Marke Sherwin-Williams in den USA, Kanada, Karibik und Lateinamerika. Also ihr werdet hier nicht in Deutschland einen Laden von Sherwin-Williams finden. Wie ist das Ganze aufgeteilt oder was für Bereiche gibt es? Hier mal eine Grafik aus dem Jahr 2021, also nicht die aktuellste, aber ich denke, kann man grob mal auch für den Überblick nehmen. Der größte Anteil in diesem Geschäftssegment ist natürlich Residential Repaint, das heißt Bestandshäuser, Gebäude, die einfach mal wieder neu angestrichen werden. Die zwei nächsten größten Sachen sind New Residential, das heißt neue Häuser, oder New Commercial, das heißt neue Bürokomplexe, Hotels,
Verwaltungsgebäude. Dann gibt es noch den Bereich DIY eben, Property Maintenance und Protective Marine. Soweit mal zu den Sachen, die es gibt bei der Americas. Produkte, die man hier verkauft, sind Farben, Beizen, Zubehör, Ausrüstung, Bodenbelege, Baufarben, Lacke, Schutz, Schiffsbeschichtigung oder auch Sprühgeräte. Also im Endeffekt alles rund um Farbe und Lacke und alles rund um die Instrumente oder Werkzeuge, die man dafür benötigt, dann um sie aufzutragen oder zu mischen. Zielgruppe sind in diesem Bereich von eigenen Verkaufsstellen eben vor allem Malerbetriebe, Instandhaltungsunternehmen, Bauherren, Architekten, Heimwerker, die Industrie, Schifffahrt oder auch DIY, also die Do-It-Yourself-Handwerker. In Summe existieren aktuell 4.860 Läden, davon über 4.200 in den USA. Ein Laden, falls einer von euch vielleicht mal in den USA war, gerne hier kommentieren, ob ihr so einen Laden gesehen habt, ob ihr vielleicht auch drin wart, wie ihr es fandet dort drin. Von außen sehen diese ungefähr so aus. Hier einmal einer aus Minnesota und einer aus Colorado und innen unter anderem eben solche Sachen, wo man sich eben die Farben zusammensuchen kann, wo man beratet wird und dann am Ende auch die Farbe kaufen kann. Man liefert auch Waren aus, hatte hierzu auch 3000 eigene Trucks, ist hier also nicht an die Speditionen gebunden, welche dann nochmal hohe Kosten aufrufen können, sondern hier kann man es ganz gut kalkulieren, was für Kosten auch für die Auslieferung anstehen. Und man fokussiert sich auch weiterhin auf Digitalisierung, hat hier zum Beispiel Apps für InDesign von Wänden und Online-Shops, habe ich hier aber später auch nochmal ein Foto dabei, dass ihr seht, wie die App aussieht. Der zweite große Bereich ist eben Performance Coatings mit 30% Umsatzanteil. Wie gesagt, hier fokussiert man sich vor allem über Niederlassungen dann auf die große Industrie, auf Beschichtigung, Lacke für eben Fahrzeuge oder was auch immer dort halt alles hergestellt wird. Kunden sind eben Großindustrie, Bauwesen, Schifffahrt, Militär, Maschinenbau, Möbel, Infrastruktur, Automobilwerkstätten. Hier ist man in 120 Ländern aktiv, wie gesagt, über Niederlassungen ist da der Vertrieb dann, also nicht über Läden, wo die Leute reingehen. Und hier nochmal aufgelistet, wie das Ganze verteilt ist. Die generelle Industrie eben, der große Anteil, ja knapp ein bisschen weniger als ein Viertel, wenn man so 20% schätzen, sieht man hier Bagger, also zum Beispiel ein Caterpillar, Industrial Wood, also alles rund um eben auch Möbel, dann ist man eben bei der Autofarben tätig, auch hier eben Marinefahrzeuge, das heißt Boote, die ja dann auch nochmal bestimmte Farben brauchen, eben durch Salzgehalt im Meer, aber auch, dass natürlich ökologisch nicht irgendwie die Farbe dann abperlt ins Meer, dann Verpackungen ist man dabei oder auch Coil, das heißt so Spulen aus der Elektroindustrie. Dann kommen wir zum dritten großen Geschäftsbereich, nämlich Consumer Brands mit 14% Umsatzanteil. Hier vertreibt man seine Waren eben über Händler. Und zwar kooperiert man hier ungefähr mit über 10.000 Händler, nicht Händler, aber eben Märkte, wo man dann die Sachen drin vertreibt. Können Händler sein, können Baumärkte sein. Einfach auch unabhängige Farmen und Verkaufsläden in den USA, Asien, Pazifik oder auch Europa. Ein Beispiel hier, wo man es vertreibt, ist zum Beispiel Walmart, kennt ihr ja bestimmt, oder Lowe's, weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aus den USA, ist ja direkter Wettbewerber zu Home Depot, falls ihr das vielleicht eher kennt, also sagen wir mal, einfach so, wie so ein Obi in Deutschland, könnt ihr euch vorstellen, und hier hat man halt auch vor allem im Bereich Consumer Brands einen starken Fokus auf die USA. Ja, man verkauft hier einfach dort auch Farben, Lacke, Zubehör. Und ja, wie es ganz aussieht auf der Verkaufsfläche, zum Beispiel hier einmal die Marke Purdy von Sherwin-Williams, wo halt ganzen Pinsel dabei sind oder auch andere Werkzeuge oder Materialien, die man eben braucht, wenn man zum Beispiel daheim streicht. Soweit mal zu den Geschäftsfeldern. Jetzt gehen wir mal weiter zum Marktüberblick. Man ist Marktführer weltweit, allerdings nicht mit großem Abstand. Es gibt hier einen Wettbewerber, nämlich die
PPG Industries. Habe ich auch nachher im direkten Vergleich gegenüber. Kurzer Spoiler, Sherwin-Williams finde ich persönlich viel interessanter. Und Sherwin-Williams tätigt ja auch sehr viele Akquisitionen in andere Unternehmen, übernimmt Unternehmen. Und durch die starke Fragmentierung in diesem Bereich Farben und Lacke weltweit, denke ich, ergeben sich eben auch viele sehr interessante Chancen. Hier einmal ein Diagramm aufgelistet. Sherwin-Williams hier sieht man es, Marktführer mit 11,2%, PPG Industries mit 11,18% auf Platz 2 und so weiter. Dann gibt es noch andere Unternehmen, wie dann auch, kennt ihr auf jeden Fall Henkel oder auch eine BASF, wo dabei mitmischt, aber allerdings im ganz, ganz niedrigen Prozentbereich. Und alle weiteren Sachen sind nicht mal nennenswert, im Endeffekt mit 55% dann. Deswegen hier sehe ich definitiv Potenzial, um dann natürlich auch die Unternehmen zu übernehmen und seinen Umsatz so zu steigern. Die Marktgröße der Farb- und Lackindustrie sieht so aus, dass eine Hochrechnung oder die Analysten oder auch Forscher davon, Marktforscher davon ausgehen, dass 2029 der Markt 235 Milliarden US-Dollar groß ist weltweit. Und was hier natürlich nochmal ein sehr, sehr starker Anstieg wäre von ja, 40% vielleicht circa über den Daumen gerechnet mal. Was ich beim Marktumfeld ein bisschen schade finde, die letzten 3 Jahre, hat sich jetzt nicht so viel getan bei der Expansion von neuen Märkten von Sherwin-Williams. Also hier spricht man vor allem mit dem Bereich der Americas an. Kann natürlich sein, dass man jetzt schon sehr gut in allen wichtigen Regionen besiedelt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade hier im Bereich Kanada, Latein oder Südamerika vielleicht noch nochmal der ein oder andere ja, expansionsmäßig strategischer Ausblick schön wäre, wenn man hier auch nochmal aktiv eigentlich Verkaufsstellen aufbauen würde. Ist hier aber jetzt die letzten 3 Jahre, auch wenn die letzten 3 Jahre natürlich schwer war, gerade mit Corona, überhaupt Verkaufsflächen aufzubauen, ganze Regularien, müssen wir mal beobachten, wie sich hier die Anzahl der Shops über die nächsten Jahre eben auch verhält. Dann gehen wir mal auf die Strategie. Zuerst mal Unternehmensstrategie an sich. Ich habe ja schon gesagt, man übernimmt sehr viele Unternehmen auch. Hier habe ich mal ein paar aktuelle Akquisitionen auch aufgelistet aus den Jahren 21 und 22. Man hat zum Beispiel von der Sika AG, kennt vielleicht der ein oder andere, das Geschäftsfeld der Lacke übernommen. Genauso eben auch das Geschäftsfeld der Lacke oder von Lack bei der Tennant Company auch übernommen und eine komplette Akquisition von Specialty Polymers, also da geht es um Kunststoff, dann eben auch übernommen. Und aus dem Jahr 2022 hat man hier komplett Übernahmen gemacht. Habe ich auch auf der Homepage der einzelnen Unternehmen mir angeguckt. Da steht es auch ganz klar bei den News drin, dass man jetzt auch Teil der Sherwin-Williams ist. Ist zum Beispiel die SIC Holding aus Deutschland, Groß und Pertun aus Deutschland und ICA Group aus Italien. Vor allem hier SIC und Groß und Pertun ist beispielsweise dann im Bereich Performance Coatings, also eben der Bereich, der vor allem für Industrie dann auch gilt, tätig. Das heißt, hier baut man halt stark sein Produktportfolio aus, seine Herstellungsmarken, indem man ja hier halt auch Sachen übernimmt. Deutschland ist ein Land, was auch sehr viel Farm exportiert aus diesem Bereich. Von daher denke ich, findet man vor allem in Deutschland sehr viele attraktive kleine mittelständische Unternehmen, welche dann irgendwann mal in den Unternehmensbestand von Sherwin-Williams eingegliedert werden könnten, wie beispielsweise jetzt hier diese beiden Unternehmen. Dann hat man auch den Fokus auf E-Commerce, Mobile Apps, Digitalisierung gelegt. Hier ein Beispiel habe ich euch vorhin schon angekündigt, wie zum Beispiel so eine App aussieht. Hat man hier so einen Paint Visualizer, wo man eben ja, seine Wohnung fotografieren kann und schauen kann, okay, mit welcher Farbe passt jetzt zur Wand, welche passt nicht.
um sich einfach besser im Vorfeld auch vorstellen zu können und dann diese Farbe sich auch mischen lassen zu können und zu bestellen. Dann, ja, wie gesagt, man hat auch immer wieder Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt und baut ansonsten halt seine Marken weiter aus, damit die beim Konsumenten eben attraktiv sind, dass ein neuer Häuslebauer im Endeffekt dann in den USA die Farm von Sherwin-Williams nimmt oder wenn das eben renoviert und außen die Fassade neu streicht, dass er dann halt auch zum Beispiel die Farm dort kauft. Hier hat man eben ja Initiativen wie Hero Brands oder Pros Who Paint als Marketingkampagnen auch, wo man dann eben sein Markenimage stark aufpoliert. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Strategie für den Investor. Hier ist es so, dass Sherwin-Williams auch starke Aktienrückkäufe tätigt in den letzten Jahren. Der Shareholder Value wird dann vor allem durch höhere Gewinne pro Aktie auch erreicht. Zudem zahlt man noch eine Dividende aus, die zwar aktuell basierend auf dem Kurs sehr gering, aber kontinuierlich am Steigern, nämlich schon 43 Jahre am Stück. Und auch Aktienrückkäufe sind eigentlich jedes Jahr angesagt, außer 2 Jahre, aber die sehen wir gleich, welche das waren. Hier auch nochmal aus dem Jahresbericht aus dem Jahr 2021, der 22er ist ja noch nicht draußen. Da hat man zum Beispiel gesagt, dass man 2,8 Milliarden in Aktienrückkäufe ausgegeben hat und 587 Millionen in Dividenden. Hier sieht man auch, also man gibt vor allem sogar mehr in Aktienrückkäufe als in Dividenden aus. Muss man sich immer als Investor auch zu Auge führen. Ja, ich bekomme eine 1%ige Dividende, ist nicht viel, aber der fünffache Betrag ungefähr, was das Unternehmen an Dividende auszahlt, wird in Aktienrückkäufe ausgegeben. Auch wenn ich mich frage, teilweise, wo das Geld dann herkommt, hier macht man dann Finance Engineering, indem man halt teilweise günstig Geld auch aufgenommen hat und Aktien zurückgekauft hat. Könnte ich mir vorstellen, dass es in Zukunft nicht mehr ganz so stark ist. Wenn man sich das Net Income anguckt, verdient man nicht ganz so viel, dass man so viel praktisch in diese Sachen rein investieren kann, sprich Share Repurchases, also Aktienrückkäufe und Dividenden. Aber das sehen wir später. Hier sieht man nochmal die Aktienrückkäufe, also man war eben im Jahr 2002 eben bei 457 Millionen Aktien, wo wir gleich stehen, gucken wir uns dann an, wenn wir in den Aktienfinder direkt auch reinspringen werden. Also hier eben eine Grafik vom aktienfinder.de und hier nochmal eine Grafik aus dem Geschäftsbericht. Hier sieht man, wie die Dividende schön ansteigt über die einzelnen Jahre und die Aktienrückkäufe eigentlich auch jährlich durchgeführt werden, außer eben 2016 und 2017. Hier habe ich es auch rechts markiert im Text, warum das so ist. Denn da fand eben, wie in der Historie vorhin beschrieben, die Übernahme von Felsbach statt. Und man hatte eben dort eher seinen Fokus darauf gelegt, nicht so viele Schulden aufzunehmen, seine Schulden zurückzuführen und hat diese dann ausgesetzt. Aber jetzt ist man wieder aktiv dabei, eigentlich wieder Aktien zurückzukaufen. Die EBDR zu Net Debt ungefähr bei 2,7 ist okay, dass noch da meine Schwelle persönlich bei 3 ungefähr liegt. Aber ich hätte es trotzdem noch gern ein bisschen niedriger. Muss ich mal beobachten, wie sie dann dieses Jahr auch ausfällt oder der Ausblick ist für die nächsten Jahre mit Aktienrückkäufen etc. Dann war es das soweit mit den Geschäftsmodellen. Jetzt gehen wir auf die Zahlenwelt von Sherwin-Williams ein. Hier noch kurz Werbung in eigener Sache. Lasst mir gerne ein Abo da und liked das Video, wenn es euch soweit gefallen hat. Und ich will euch auch gar nicht weiter aufhalten. Wir gehen direkt in die Zahlenwelt rein. Kurz nochmal einen Überblick über die Kennzahlen. Umsatz 22,15 Milliarden US-Dollar bei einer Market Cap von knapp 60 Milliarden. Earnings per Share ist eben 7,72 im letzten Geschäftsjahr. Also 22 ist ungefähr ein KGV von 29,7. Kursumsatzverhältnis von 2,68. Also KGV finde ich schon sehr, sehr teuer, muss ich wirklich sagen. Dividendenrendite aktuell von 1% circa, Ausschüttung zum Gewinn eben von 31%, also von der Dividende und das Net Debt zu EBDA eben 2,7.
Allerdings eben bis 2027 gibt es keine großen Rückzahlungen. Das ist schon mal sehr positiv. Man muss jetzt nicht direkt teuer refinanzieren, sondern eben 2027 kommt ein großer Batzen. Wenn 2017 ja die Übernahme war, ist hier natürlich eine große Anleihe meines Erachtens fällig. Und wundert mich auch nicht, dass 2047 ist auch wieder eine Zahl mit einer 7 am Ende. Also die hat man sehr viel dann eben ja, darauf auch gemacht. Ansonsten, dieses Jahr fällt keine Rückzahlung an, ist gut. Man geht ja davon aus, dass man Peak Inflation vielleicht sieht und irgendwann mal die Zinsen wieder gesenkt werden sollten. 2024 zahlt man ja die zurück auch, da wahrscheinlich ein relativ niedriger Zinssatz gewesen. Muss man eben beobachten, hier die Schuldenquote. Aber da man dies ja nichts refinanzieren muss, kann man sie wieder zum Abbau gut nutzen. Und das sehe ich dann wiederum positiv. Die Peer Group. Größter Wettbewerber, wie vorhin mal angeklungen, ist PPG Industries aus den USA. Hier sieht man mal die beiden Logos. Rein vom Logo, ganz klar Sherwin-Williams. Aber darum geht es ja nicht. Wir gucken uns mal den 5-Jahres-Vergleich erstmal an. Daraus kann man ja auch oft mal schon Rückschluss auf den Erfolg des Unternehmens schließen. Hier in Schwarz Sherwin-Williams auf 5 Jahre gesehen deutlich attraktiver. Haben zwar beide Unternehmen Plus geschlossen nach 5 Jahren, aber Sherwin-Williams schon 4-mal so gut, muss man ganz klar anerkennen. Und auf 10-Jahres-Sicht auch hier muss man sagen, auch Sherwin-Williams ganz klar die Nase vorn. Lange bis 2017 ungefähr gleich gut, würde ich sagen, auch mit der Übernahme von Felspar, muss man dann sagen, war vielleicht eine sehr gute Übernahme, dadurch, dass der Aktienkurs seitdem eigentlich nur eine Richtung, und zwar nach oben kennt. Und PPG eben leider nicht ganz so stark, aber auch hier hat man über 100% Rendite gemacht über die einzelnen Jahre, aber für mich relativ uninteressant, vor allem, wenn wir uns die nächsten Überstellungen anschauen. PPG ist halb so groß von der Marktkapitalisierung. Der Umsatz ist auch niedriger. Umsatzentwicklung, PPG wächst kaum, nur mit 1,5% pro Jahr. Sherwin-Williams wird deutlich aggressiver, auch durch die ganzen Übernahmen, die getätigt werden. Allerdings aktuelles KGV ist ungefähr gleich. Und ich finde keins von beiden günstig. Deswegen würde ich eigentlich gern beide deutlich niedriger sehen. Earnings per Share Wachstum bei Sherwin-Williams deutlich höher, also auch hier Sieger. Aktuelle Dividendenrendite ist PPG Industries höher, aber auch unter 2%, also auch nicht sehr hoch. Und wir haben gesehen, Sherwin-Williams vor allem gibt sehr viel Geld in Aktienrückkäufer aus. Ausschüttungsquote ist für Dividenden eben auch geringer bei Sherwin-Williams und die Marge ist deutlich höher als die operative Marge. Und jetzt kennt ihr es ja, schauen wir uns einmal so die Werte an, Umsatz, Marktkapitalisierung etc. seit 2010. Denn seit 2010 bis Dezember 22 ist man sehr stark gewachsen in der Marktkapitalisierung. 2010 noch bei 9 Milliarden gewesen, jetzt ist man bei knapp 60 Milliarden und man war tatsächlich auch mal bei 92 Milliarden, was natürlich hier ein 10-Bagger allein der Market Cap gewesen ist, von 2010 bis 2021, 2022 das letzte Jahr eben zum 31. Dezember und jetzt hier gestern hatten wir eben 59,5 Milliarden Marktkapitalisierung. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt erst mal wieder ein bisschen abflacht, bis sich eine gerechtere Bewertung wieder einspiegelt, denn eine 30er KGV natürlich hierfür ein Farbhersteller, auch wenn es ein Qualitätsunternehmen ist, für mich immer noch sehr, sehr teuer und mir persönlich auch zu teuer. Dann Marktkapitalisierung, wie gesagt, 17,4% im Jahr gewachsen, der Umsatz 9,1% gewachsen von 2010 bis 2022. Net Income aber auch mit 13,5% gewachsen, auch sehr schön. Also hier hat man seinen Gewinn auch immer schön gesteigert. Und Earnings per Share durch die bessere Profitabilität und Aktienrückkäufe ist man hier eben bei 15,3% Wachstum und die Dividende bei 14,4% Wachstum pro Jahr circa. Überraschend, wenn ihr jetzt andere Zahlen von 2020 bis 2022 seht bei Earnings per Share und Dividenden irgendwo,
Ich habe das hier Split adjustiert, weil ab 2020 gab es eben hier einen 3:1 Split. Ansonsten hier Marktkapitalisierung nochmal dargestellt. Die Wachstumskurve ist deutlich davon geschritten von der operativen Entwicklung wie Umsatz oder auch Net Income. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sich das jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen angleicht. Fände ich persönlich gut. Muss man jetzt aber einfach mal abwarten. Aktuell finde ich, gibt es deutlich attraktivere Chancen und Sherwin-Williams ist was für die Watchlist. Jetzt springen wir nochmal eben kurz mal in den Aktienfinder rein. An dieser Stelle liebe Grüße an den Thorsten. Ich denke, man sieht es jetzt. Ich habe es gerade mal umgestellt und bin angemeldet. Suchen wir mal Sherwin Williams uns raus. Ist sparplanfähig bei vielen Anbietern. Also kann man auch das sehr gut nutzen, wenn man möchte. Hier bereinigte Gewinn mal weg. Operativer Cashflow. Hier hatte man eben, ja, gehen auch die weiteren Prognosen von weiterem Gewinnwachstum aus. Definitiv auch der operative Cashflow wächst an. Gewinnwachstum hier wahrscheinlich im Zuge mal der Einbruch von der Übernahme. Aber der operative Cashflow deckt auf jeden Fall mehr als genug die Dividenden, die hier in den blauen Balken auch angezeigt werden. Man geht hier von weiter von Wachstum aus und die Margen, wenn man sich anguckt, auch sehr gut. Operative Marge im 13,5% aktuell, war auch schon mal höher, war auch schon mal deutlich niedriger. Ich denke, da ist man gerade im guten Mittelmaß unterwegs. Und bei Aktienrückkäufen, habe ich ja vorhin gesagt, ist sehr wichtig beim Unternehmen. Man war mal bei knapp 460 Millionen Aktien vor 20 Jahren und ist jetzt bei 260, also hat hier gute 200 Millionen Aktien zurückgekauft. Man hat nahe noch gute 55% vielleicht der Aktien ausstehend wie vor 20 Jahren. Das heißt, für den Aktionär hat man hier praktisch ja seinen Anteil am Unternehmen seitdem verdoppelt. Einfach nur, dass Unternehmen Aktien zurückgekauft hat und diese vernichtet hat. Soweit mal der erste Qualitätscheck vom Unternehmen. Schauen wir uns mal den fairen Wert an. Aktuell, Dividende mal weg, interessiert mich hier nicht. Bereinigte Gewinn machen wir auch mal weg. Cashflow auch erstmal weg, schauen wir uns erstmal nur den Fair Value vom Gewinn an. Hier ist man aktuell sehr nah am Schnitt, der von 19,1 ausgeht. Da schauen wir uns nochmal kurz den bereinigten Gewinn an. Der ist nämlich bei 25,2, hier hat man eben diese Delle, sage ich mal, weg, die man sonst sieht. Und ansonsten gleicht das hier aber sehr gut aus. Die 29 eben hier dadurch, dass man hier deutlich höher ist, hier ist man deutlich höher. Für mich persönlich ist es aber sehr uninteressant. 25 schon bereinigt deutlich besser. Ich würde es gerne irgendwo bei vielleicht, also ich finde mit Aktienrückkäufen etc. kann man es auch rein vom Shareholder Value finde ich da Unternehmen wie die letzte Analyse in der Union Pacific attraktiver. Deswegen also hier so ein Farbhersteller und Vertrieb irgendwo so bei 20 fände ich deutlich besser. Hier müsste aber noch ja das erstmal bis es reinwachsen würde irgendwo ja nochmal deutlich fallen aus meiner Sicht. Also ja, ich jetzt gerne mit dem 20er KGV. Wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Also es gibt genug Chancen auf dem Markt. Aber ein 30er KGV scheint mir doch auch, wenn es ein Unternehmen ist, ja, und ich weiß, langfristiger Aufwärtstrend, wie sie es alle immer beschreiben. Aber trotzdem hat Qualität seinen Preis, ja. Aber ein 30er KGV ist dann schon sehr, sehr teuer. Und ja, bestimmt macht man damit irgendwann Rendite oder macht auch gute Rendite, aber für mich trotzdem sehr irrelevant. Und ja, deswegen will ich hier auch gar nicht näher weit drauf eingehen. Schauen wir uns mal die Multiples an. Nach dem bereinigten KGV habe ich jetzt noch angeschaut, was da mal drin war. Also hier sieht man es jetzt bei 28, ne? man kommt aber auch hier, ne? Also man war schon oft auch mal bei einem 20er KGV unterwegs.
Schauen wir mal das bilanzierte KGV an. Hier 29, gut, hier war man schon deutlich teurer nach der Übernahme, aber vor der Übernahme war man auch mal hier eine 20, 22, deswegen also schon sehr, sehr teuer aus meiner Sicht. Dann schauen wir uns auch nochmal Kursumsatzverhältnis an, 2,7. Hier alle Steigtype nach Corona, kann man mal ausblenden, aber sonst war man vor Corona bei einem 2er KGV, das heißt, also ja, aus meiner Sicht sieht man ja auch deutlich überbewertet. Gewinnfluss finde ich immer sehr gut dargestellt. Hier sieht man nochmal Americas, deutlich die größte Sparte. Hier hat man eine Marge von 20%, Performance Coatings nur 8% und Consumer Brand 13%. Das heißt, hier Americas wirklich deutlich die stärkste, ja, die stärkste Geschäftsbereich im Unternehmen. Und genau, dann geht im Endeffekt das ganze Material- und Lohnkosten weg, dann hat man noch Produktgewinn und dann hier natürlich Vertrieb, Marketing geht sehr viel weg, dadurch, dass man die Marken aufbaut, viele Direktvertriebszentren hat, die ganzen Shops, ne? Das kostet ja auch alles, diese zu betreiben, hat man dann am Ende einen operativen Gewinn, ein EBIT von 3 Milliarden ungefähr, was gut ist und am Ende Nettogewinn von 2 Milliarden, das heißt ungefähr 10%, ne, von Nettogewinn zu Umsatz. Ne? Das mal soweit zum Gewinnfluss und dann schauen wir uns nochmal die Segmente an. Hier immer schön am Steigen der Umsatz generell, hat man ja auch vorhin gesehen in der Auflistung der letzten 12 Jahre. Hier ist man eben, kann man hier runtergehen, Americas, ganz klar der größte Umsatzanteil eben mit über 50%. Americas ist die letzten Jahre eigentlich immer stetig gestiegen, was sehr schön ist. Die Performance Coatings ist, ja, 2020 einen Einbruch gehabt, dadurch, dass es halt sehr industrieabhängig ist, auch Corona war. Ansonsten ist es auch am Steigen. Hier durch die Übernahmen natürlich, denke ich, auch weiteres Wachstum garantiert. Und Consumer Brands sieht man hier ganz schön, wie in der Corona-Phase viele gekauft haben, in den Heimwerkermärkten wie eine Lowe's und daheim dann renoviert haben. Deswegen hier ein schöner Umsatzanstieg, geht jetzt, flacht jetzt wieder ab ein bisschen, aber grundsätzlich auch ein Trend nach oben zu spüren. Region, wie gesagt, sehr US-lastig, eben mit knapp 80%. Und im Dividenden-Turbo sehen wir mal, wie viel Dividendenrendite man sonst mal so bekommen hat. Machen wir mal den 12-Monats-Korridor raus. Aktuell ist man mit 1% Dividende sogar recht gut in den letzten 10 Jahren gewesen. Sonst hat man auch immer deutlich weniger bekommen. Also dividendenmäßig ist man gut, steht man gut da. Allerdings jetzt nicht die klassische Super-Dividenden-Aktie, wo man eine hohe Performance, hohe Rendite bekommt. Allerdings hat man dafür ein sehr schönes Dividendenwachstum, definitiv. Und dann würde ich sagen, war es das mal soweit. Aus dem Aktienfinder heraus die Übersicht und wir springen zurück in die Präsentation. Dafür einmal wieder zurück in meine Präsi. Wir gehen weiter zum Abschluss, nämlich meine Meinung. Wichtig nochmal, meine Meinung. Ich bin hier nicht investiert, ist bei mir zwar auf der Watchlist, aber jetzt auch kein Unternehmen, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt rein. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Dafür ist mir dann tatsächlich das Unternehmen auch sehr fremd, einfach, da ich noch nie in der USA war, sehr US-lastig mit Farm etc. kenne ich mich leider nicht ganz so gut aus. Ich finde die Sparte Performance Coatings definitiv sehr spannend, aber wenn es hier wirklich mal einen Schnapper gibt, dann würde ich einsteigen, so aus jetzt der Recherche heraus, wenn es zu dem Zeitpunkt dann immer noch ein attraktives Unternehmen ist, aber ansonsten, wie gesagt, aktuell sehr viele andere spannende Chancen am Markt. Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall ein interessantes Unternehmen mit viel Erfahrung und einer schönen Historie. Gerade die Historie gefällt mir immer bei Unternehmen sehr gut, wenn sie schon lange am Markt etabliert sind, viele Krisen überstanden haben und immer wieder stärker hervorkommen. Man hat hier ein spezielles Segment für das Depot
Man hängt hier aus meiner Sicht dennoch auch, wenn es ein Spezialsegment ist, also Farbe im Endeffekt, stark von der Wirtschaft und der Industrie ab und vor allem auch von der Baubranche. Hier kann sich jeder überlegen, wie diese sich entwickeln wird. Ich bin eher pessimistisch, was Neubauen angeht. Zumindest hier in Deutschland weiß man das ja. In den USA gehe ich davon aus, dass auch dort der steigende Zins eine Rolle spielen wird und die Baubranche vielleicht etwas zurückgehen wird. Müsste man aber mal beobachten. Dafür kenne ich die USA-Baubranche zu wenig. Qualitativ definitiv ein sehr starkes zweistelliges Wachstum im Net Income und Earnings per Share. Das gefällt mir gut. Auch, dass der Aktionär hier im Vordergrund steht mit Aktienrückkäufen und steigenden Dividenden. Dennoch ein 30er KGV. Auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Hat man ja auch gerade beim Aktienfinder sehr gut nochmal gesehen. Und ansonsten aus meiner Sicht kann man gerade durch die Marktführerschaft, die gerade mal bei über 10% liegt, also keine absolute, sondern nur eine relative Marktführerschaft, in einem sehr stark fragmentierten Markt noch sehr gut durch Akquisition wachsen. Wie gesagt, für mein Depot ist Unternehmen aktuell nicht relevant und wirklich nur bei einem Schnäppchen steige ich hier ein. Und dann war es das soweit zur Präsentation. Ich bedanke mich wie immer für euer Zuhören, freue mich über euer Feedback in den Kommentaren. Lasst mir ein Abo da und einen Daumen nach oben und gemeinsam lassen wir diesen Kanal hier wachsen. Ich freue mich aufs nächste Video. Man hört sich, genießt euer Wochenende und bis dann.